Mit ihrer Löwenmähne und einer unbändigen Energie hat Rocklegende Tina Turner ihre Fans begeistert. Sie verkaufte mehr als 200 Millionen Platten und erhielt insgesamt 8 Grammys. Jetzt ist die Sängerin im Alter von 83 Jahren gestorben. Louis Oertel und Delia Träger blicken für uns auf ihre einzigartige Karriere. The Best, einfach die Beste. Mit ihrer rührenden Soulstimme und ikonischen Löwenmähne. Über Jahrzehnte rockt sich Tina Turner in die Herzen eines Millionenpublikums. Mit 83 Jahren ist die Queen of Rock nach langer Krankheit in ihrer Wahlheimat der Schweiz verstorben. Die Welt trauert um den Verlust einer der erfolgreichsten Musikerinnen unserer Zeit. Sogar die NASA twittert, ihr Vermächtnis wird für immer zwischen den Sternen weiterleben. Doch nicht nur im All, auch auf der Erde, wie hier in Köln, wo Turner mehrere Jahre lebte, wird sie für immer in Erinnerung bleiben. Kölschmädchen hier auch. Sie war ein Feuerwerk, ja. Die hat das alles wirklich so rübergebracht. Man hat ihr alles abgenommen. Die gehörte einfach dazu, ne? Die hatte einfach Power und Kraft. Tolle Frau. Diese unvergleichliche Power zeigt sich schon in jungen Jahren. Geboren als Anna May Bullock in einfachen Verhältnissen, startet sie in den 60ern gemeinsam mit ihrem Mann Ike Turner, der ihr den Künstlernamen Tina gibt, eine erfolgreiche Karriere. Doch die Ehe ist überschattet von heftiger Gewalt durch ihren Mann. Turner lässt sich Mitte der 70er Jahre scheiden, verliert alle Rechte an der gemeinsamen Musik. Es droht das Karriereaus. Doch sie steht wieder auf. Mit ihrem Soloalbum Private Dancer gelingt ihr 1984 erneut der Durchbruch. Tina Turner wird zum Weltstar. Auch privat findet sie ihr Glück. Am Kölner Flughafen trifft sie, wie sie sagt, die Liebe ihres Lebens, den deutschen Musikproduzenten Erwin Bach. Bekannt als das stille Traumpaar der Rockwelt gehen sie gemeinsam auch durch schwere Zeiten. Zuletzt spendet Bach ihr eine seiner Nieren und rettet ihr damit das Leben. Ein Leben, das nicht nur von fulminanten Bühnenshows geprägt ist, sondern auch von ihrem Engagement für Frauenrechte und den Kampf gegen Missbrauch. Mit Tina Turner, der Queen of Rock, hat die Musikwelt eine wahrhaftige Legende verloren. Doch ihr Vermächtnis wird noch für Generationen in Erinnerung bleiben.